So, da sind wir wieder. Gewächshaus. Spannend. Was ist das denn hier? Verdächtig. Eine dunkel angesenkte. Was ist das für eine Farbe? Woher kommt das? Naja, auf jeden Fall ist das scheinbar für Sherlock nicht interessant, also hat es nichts mit dem Fall zu tun. Ich bin echt froh, dass man nicht. Also eigentlich bin ich echt froh, dass man nicht alles untersuchen kann. Natürlich gibt es bestimmt Leute, die beschweren sich und sagen, das ist ein bisschen zu einfach. Das Spiel ist halt. Es hat kein richtiges Hardcore-Detektivspiel. Also ich meine, man muss jetzt so ein paar zwei Sachen. Nochmal den Satz. Man muss zwar ein paar Sachen kombinieren und hier und da was rausfinden und mit Leuten reden, aber das meiste ist so ziemlich, weiß ich nicht, straightforward. Also wenn das jetzt extrem kompliziert wäre als Detektivspiel, dann hätte ich bestimmt nicht alle drei Fälle, die wir bisher gemacht haben, so ohne weiteres gelöst. Nun gut. Locked. Aufgemacht. Und jetzt sind wir hier und das ist spannend. Und jetzt gehen wir mal in den. Ach. Open. Ach, das. Was? Was? Gucken wir uns erstmal um, bevor wir mit der Frau reden. Die wird sich bestimmt nicht wundern, dass wir hier sind. Das war doch vorher zu. Warum ist das jetzt auf? Verstehe ich nicht. Aha. Materials for college study. They belong to Albert. Das ist also wahrscheinlich dann sein Arbeitsplatz. Natürlich haben die alle nicht so ein geiles Büro wie der Typ mit seinem Champagner. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Okay. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. This place serves as Albert's office. Das habe ich vor Sherlock erraten. Ich bin ein besserer From Sherlock. here. We are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Ja. Das heißt, der andere hat den dann vielleicht doch umgebracht und Albert hat es nicht gesehen oder so? Keine Ahnung. Scheint eine wichtige Information zu sein. Natürlich gucken wir hier noch weiter ein bisschen. Die Frau ist immer noch sehr vertieft in ihre Forschung. What should we Watson auch. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Nö, 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 nö. Tschüss. Gut, sie ist wenigstens hübsch. Also hat Albert eine gute Wahl getroffen. Teures Parfum. Okay, also sie hat immer noch ein bisschen was übrig von dem Geld, das sie bekommen hat. Wobei teures Parfum, das heißt, sie hat offenbar zu viel Geld bekommen. Mächtiger Vorbau. Ah, nee, ist kein Hinweis. Entschuldigung. Ach, guck mal, was ist das? Allergisch oder was? Frühere Mangelernährung. Palais, was? Ich habe es immer noch nicht gesehen. Was steht da? Pellagra. Ach, wenn man da drauf geht, dann dreht sich das. Was ist denn Pellagra? Das muss man einfach mal googeln. Oder schreibt mal unten in die Kommentare eine Aufgabe für euch. Das wird natürlich niemand machen, aber ich habe es wenigstens versucht. Und jetzt, das war's. Hier ist doch noch irgendwo was. Hä? Ich überspringe nichts, keine Sorge, aber. Unverheiratet, mein Gott. Wir müssen das doch so genau machen, dass man da drauf. Naja, egal. So. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Ach, vielleicht ist sie ja auch mit drin verwickelt, weil sie Geld brauchte. Und die wollten die Pflanzen verkaufen. Und weil sie erwischt wurde beim Diebstahl von dem Vater, hat der Sohn den Vater umgebracht, weil er sowieso keinen Bock mehr hier drauf hatte.
Nee, so viel Sinn macht das auch nicht. Naja. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss. After the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Mm-hmm. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Mein Gott, nee, ohne Spaß, du hast drei Angestellte in dem ganzen Schuppen hier und keiner von denen weiß, warum das leer ist. Also du weißt zumindest jetzt schon mal, dass 100% einer lügt, ohne irgendwelche großartigen Gründe, weil ich meine, das ist doch klar, dass das rauskommt. Das weiß man doch selbst als der Lügner, oder? Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. Und worüber schreiben Sie? Pflanzen, die die Hände rot machen? How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Steht die eigentlich jetzt nur auf den Vater, weil er reich ist, oder auf den Sohn? Oder beide? The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Okay, die ist noch am verdächtigsten, aber auch hier wieder dasselbe. Warum, mein Gott, drei Angestellte und alle sagen, nö, hab ich noch nie gehört. Naja, gut. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Ja, ja, okay. Thank you, miss. None of the three people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Ja, das ist wenigstens genau das, was ich auch gedacht habe. Ich bin also ein echter Sherlock. Ach ja, was ist das eigentlich hiermit? Gegenstand von Interesse. Ja gut, scheinbar immer noch nicht genug Interesse. Was haben wir noch ausstehend? Beweise. Erfragen. Ach so, stimmt. Die beiden am Eingang müssen wir noch... Ja, die beiden am Eingang müssen wir nochmal befragen. Wir müssen aber jetzt erstmal den Hund holen und uns im Archiv umschauen. Das machen wir mal sofort, bevor wir die beiden befragen, weil danach würde es eh nochmal eine Befragung geben. Haben wir noch Herleitungen? Miss Whites Familie und ihr Studium hängen ja wohl zusammen. Was? Okay. Okay. Ja. Ihre Sachen, alles hing von dem Typen ab. Das für sie, das macht schon Sinn. Ja. War auch klar, dass man hier noch nichts weiter verbinden kann. Ja. Würde mich jetzt wundern, wenn das gegangen wäre. So. Doggo? Doggo? Doggo. Ach. Watson. Du schwere Nöter. Aha. Das ist also gar nicht Holmes, come on, diese Toby. Frau. We have some work for you to do. Beobachtet. Let us go to Kew Gardens. Nein. Ach so, boah, ich wollte schon sagen, ich will da noch nicht hin. Ich will auf jeden Fall erstmal hier meine komischen Archive durchsuchen. So, 1889. Der hat echt viele Zeitungen hier. Naja. Der Vorfall. Skandal. Ach, hier auch ein Skandal.
Die göttliche Gesellschaft, eingetragen in Blablabla, eine Vereinigung von Anhängern des sogenannten Gottkönigs Trevan, die den Schutz von Pflanzen und Bäumen als ihr Ziel vorgeben, steht im Mittelpunkt von polizeilichen Ermittlungen. Die Anführer dieser Vereinigung stehen im Verdacht der Veruntreuung von Vereinsgeldern. Je nach Ausgang der Ermittlungen besteht die Möglichkeit, dass offiziell Anklage erhoben wird. Indes werden viele Stimmen laut dieses Vorgehen der Polizei scharf verurteilen. Das verwundert allerdings nicht, denn diese private Organisation, die sich offenbar den Naturschutz auf die Fahnen geschrieben hat, kann zahlreiche einflussreiche Mitglieder vorweisen, darunter auch bekannte politische Persönlichkeiten der Oppositionspartei. Aha. Here it is. Das war der Vorfall, oder was? And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Ja gut, der hat ja schon bei ihre Pflanzen behalten. Dann gehen wir da mal, oder? Ich hab genug von diesen Gardens. Toby will wait for me in the cab. Ja, das ist auch gut so. Ich wollte zuerst mal dahin gehen, weil, keine Ahnung. Einfach nur, um einen neuen Ort zu besuchen. Warum auch nicht? Das muss echt viel Geld kosten, ständig. This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Ja, der Typ, der da seltsame. Okay. Hat sich schon gelohnt, herzukommen. Hallo. Good day to you, sir. My name is Shall. I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover, from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance. Do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcome, you are. To introduce myself, I shall. I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic? Himself? This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. So, da war ein Mord. Kannst du uns mal verraten, ob du den umgebracht hast, den Typen? So. Tätowierung. Also ein Krimineller. Schwielen? Ja, gut. Wahrscheinlich, weil der immer Liegestütze macht. Säureverbrennung, Chemieerfahrung. Oh, was? We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of Anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize, in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Ich bin noch nicht bereit, nein. We visited Kew Gardens, and we found your symbols on their flower pot. Coincidence, I am thinking. They would scavenge our refuse. It would not surprise me. It was merely an observation. Okay, ich bin bereit. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? Our God King's name is Trewan, Green Grand Mystic. Hola, good, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called.
It is near the entrance. Das war well, alles. We will leave you to your meditation. Das war das einfachste Quiz, das ich hier durchführen musste. Das hätte ich sogar ohne diese Ausfallliste da beantworten können. Ah. Was? Ach, guck mal. A fragment of a flower pot. Fragments of a flower pot. It fell down here. Etwas Verstecktes. Ach, guck mal. The Kew Gardens symbol. Warum muss denn jeder sein scheiß Symbol unter die Blumentöpfe machen? Das sind doch nur Blumentöpfe. Naja, gut. Das sind die heiligen Bänke der Pflanzen. Das hier, okay. Dann haben wir hier eine Runde gemacht. Ja, dann gehen wir jetzt durch den heiligen Eingang in den heiligen Tempel. Oh, noch ein heiliger Typ. Was? That should be the raw sap that the green grand mystic spoke of. Das werde ich auf jeden Fall nicht probieren. Okay. Mm, it is rather delicious and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Okay, das war ja damals dann noch. Das hat ja scheinbar jeder einfach so mal auch zwischendurch sich genommen. The list of plant friends and benefactors. Lawyers, well-known manufacturers, political leaders. Keinen der Namen habe ich wiedererkannt. This door is locked. But I can try to open it. Okay, da starrt zwar ein Typ, aber dann knacken wir jetzt mal ein Schloss. Oh, nein, das wollte ich nicht. So, das wollte ich. So, Achso. So muss ich machen. Muss ich so machen. Jetzt kann ich das hier drehen. Ach. Boah, das ist ganz schön. Das erfordert einiges an Denken. Ach, oh. Ich löse sie immer zufällig. Ich wollte gerade noch weiter gucken. Naja. So, gehen wir mal erstmal in diesen heiligen Raum. Zum Glück ist das auch, es ist ein größerer Raum. Naja, bleiben wir erstmal hier. These instruments are used for smoking opium. Das ist einfach nur eine Drogenhütte hier, Alter. Das hat überhaupt nichts mit Pflanzen zu tun. Wahrscheinlich nur, weil die Pflanzen verehren, wo man Drogen rausgewinnen kann. A vast amount of opium. Wird man nicht schon high, wenn man in diesem Raum einfach nur steht und einatmet? That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. Okay. Ich wüsste jetzt noch nicht, wo der Zusammenhang zwischen dem Ort und den anderen und dem Kew Gardens Ding besteht, weil ich dachte, die hassen sich. This must be Triwan, the Divine Syndicate's god. Der sieht extrem aus wie jemand, der hier reingehört. Was haben wir hier Feines? Ein Käfig. Mit. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. Ja. Irgendeiner der Käfige hat also eine der vergifteten Pflanzen drin. A tropical plant.
Ja. A tropic. Ja. These three plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Was? Okay. Okay. Kein Problem. Hosentaschen sind da noch leer gewesen. Nicht anfassen. Perfekt. Okay, ich wollte nur gucken, ob man hier noch irgendwas sich angucken kann, aber das ist natürlich alles völliger Müll und auch scheinbar immer dieselben Pflanzen. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Was? Wie viel nehmen wir eigentlich mit, Alter? Wir sind immer noch am Indizien und Beweise und sonst was sammeln. ETF, das ist der komplizierteste Fall bisher. Am Ende ist es wahrscheinlich irgendwas richtig Einfaches. Osmosis and Photosynthesis. Alles klar, vielen Dank. Der hat uns nichts weiter zu sagen. Sollen wir uns noch weiter hier umgucken? Finden Sie Pflanze? Setzen Sie Tobi ein. Finden Sie heraus, was die göttliche Gesellschaft verbirgt. Ja gut, aber im Moment scheinen wir hier in dem Raum nicht weiter gucken zu können. Naja. Hier können wir bestimmt später hin zurückkehren, wenn wir mehr Sachen rausgefunden haben. Dann werden wir jetzt erstmal Tobi schnüffeln lassen. Weil der, also Hunde sind, haben sich immer schon bewährt als Löser von Fällen. Außerdem hat er schon viel zu lange gewartet. Stimmt, ist schon wieder 20 Minuten rum, aber so nur kurz müssen die Folgen ja nicht, auch nicht immer sein. Andererseits ist das eigentlich eine exzellente Gelegenheit für eure Bewertung. Und für einen Kommentar, was ihr von dieser göttlichen Gesellschaft haltet. Ich habe lange nicht mehr nach einem Kommentar gefragt. Tut mal wieder Zeit. Einfach irgendeine sinnlose Frage stellen. Ihr müsst also nichts antworten, wenn ihr nicht wollt. Wie immer. Aber morgen wollt ihr vielleicht wieder dabei sein. Das wäre schön. Denn falls ihr das wollt, habt ihr auf jeden Fall die Gelegenheit. Tschüss.